Wer hat das mit 4,5 gewesen zu Hause? Und in den vergangenen 2 Jahren der Finanz- und der Wirtschaftskrise, da wurde verstärkt sichtbar, wie der Markt wirkt, wenn er sich selbst überlassen wird. Finanzspekulationen, die einigen wenigen immense Gewinne bescheren und viele andere in tiefe Armut bringen, die können und dürfen gesellschaftlich nicht hingenommen werden. Es ist genug für alle da. Gott hat alles erschaffen und er beschenkt uns in reicher Fülle. Alle können leben. Wichtig ist nur die Verteilung und die hat er uns Menschen anvertraut und bei der hat er das ungemein. Und es ist aus meiner Sicht zumindest nicht zur Tagesordnung überzugehen, wenn man einerseits 300.000 Arbeitslose rund hat und andererseits über 300 Millionen Überstunden im Jahr. Wir haben eine Vermögensverteilung, 2/3 des Vermögens sind in Hand von 10% der Bevölkerung, die restlichen 90% teilen sich 1/3. Die Diskussion läuft ständig darüber, wie kann man dieses 1/3 unter den 90% vielleicht anders verteilen. So wie auch Bischof Schwarz gemeint hat, es wird nach unten gebrochen, immer wieder die Diskussion geführt, ob nicht jemand vielleicht von denen, die ohnehin nichts haben, trotzdem noch zu viel. Und es werden immer in der Diskussion 2/3 des Reichtums ausgeblendet. Und ja, wenn unser gemeinsames Ansinnen ist, hier einen Blick darauf zu werfen und auch zu fordern, dass wir hier zu einer gerechteren Verteilung des Reichtums kommen. Mit dem Manifest zur Gerechtigkeit wollen wir eben unsere Positionen klar machen und festmachen und Stellung beziehen und laden ein, seinen breiten Diskurs für eine gute Zukunft für alle Menschen, besonders die, die sich an letzter Stelle befinden.